Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe vom SoTalk. Heute bei uns im Studio ist der Fritz Scheidegger. Er ist OK-Präsident vom Bernisch-Kantonalen Jodlerfest und Gemeindepräsident von Wangen an der Aare. Herzlich willkommen, Herr Scheidegger. Es werden 30'000 Leute rund erwartet in Wangen an der Aare. Seid ihr schon nervös? Ja, eigentlich noch nicht so, nein. Kommt das noch? Okay. Wie wird das entschieden, dass jetzt das kantonale Jodlerfest zum Beispiel eben bei euch in Wangen stattfindet? Also die Trägervereine, die das eigentlich organisieren, haben es bewerben, drei Jahre voraus. Und dann hat der kantonale Jodlerverband hat entschieden, wo das Jodlerfest stattfinden soll. Der Jodlerverband gibt sicher auch Auflagen mit, was man dann so muss für Kriterien erfüllen muss. Habt ihr ein paar Beispiele, was vielleicht eine Herausforderung war jetzt für euch? Ja, wir müssen natürlich die nötige Grösse von der Probelokal auf ein Vortragslokal haben. Das haben wir im Vorfeld natürlich schon abgeklärt, vor der Bewerbung. Und nachher auch die nötige Anzahl Infrastruktur festzählt. Also das sind eigentlich die Hauptauflagen, die wir eigentlich haben, damit dass man so ein Fest überhaupt durchführen kann. Und geben euch die auch noch eine Liste mit Sponsoren? Oder ist das etwas, das man sich selber erarbeiten muss? Ja, ein bisschen hat man natürlich schon eine gewisse Erfahrung aus dem Jodlerfest, das ja alle Jahre stattfindet, ausser dann, wenn es eidgenössisch ist, so wie letztes Jahr. Mhm. Und da kann man schon gewisse Beispiele aus vorgängigen Jodlerfest herausnehmen. Zum Beispiel Steffisburg war das letzte. Und vor längerem auch Langenthal. Also wir haben hier Vergleichszahlen, was das Budget ist und so. Wir haben auch 10 Personen vom Vorstand des Jodlerverbandes, die uns jetzt laufend begleitet haben in der Vorbereitungsphase. Bei euch laufen die Fäden zusammen. Wie lang ist die Zeitdauer schlussendlich von der ganzen Vorbereitungsphase inklusive Nachbereitung? Wie lange ist man da dran? Ja, ich bin ja nicht von ganz von Anfang an als OK-Präsident dabei gewesen. Ich bin erst seit einem Jahr dabei. Aber die Vorbereitungstour ist rund 2 Jahre, wo man startet, bis zum Fest. Und nach dem Fest kann man sagen, noch 3 Monate, etwa so 2-3 Monate. Mhm. Ja. Das Motto ist «Urchig und gemütlich am Aarelauf». Wie wird das Motto im Programm umgesetzt oder wo findet man das wieder? Also die Aare ist natürlich sinnbildlich für Wangen, das ist ganz klar. Darum heisst es Wangen an der Aare mit der Holzbrücke. Wir haben dort sicher eine super Silhouette vom Ortsbild her, die gut passt. Und urchig und gemütlich ist natürlich ein selbstsprechend für ein Jodlerfest. Man weiss das, dass eigentlich solche Feste eben so in diesem Stil ablaufen und auch die Gemütlichkeit gesucht wird und wird es ein bisschen geben. Weil es ist ja auch bekannt, dass ein Haufen Sängerinnen und Sänger oder Jodler oder Alphornbläser, was auch immer, spontan etwas werden singen. Und das ist eigentlich auch das, was ausmacht an so einem grossen Anlass. Okay. Die werden aber nicht nur spontan singen, es gibt auch die Wettvorträge. Ja. Als Laie kennt man jetzt den Ausdruck vielleicht nicht. Könnt ihr uns das kurz erklären, was das ist? Ja, dort werden die müssen sich anmelden. Die haben sich bis im März müssen anmelden, die Jodlervereine oder auch Einzel. Es gibt Einzelauftritte oder Chöre. Oder auch Alphorn natürlich. Wir haben die Kategorie Alphorn blasen, Büchel zum Alphorn, Fahnen schwingen und eben Jodeln. Ob solo oder im Chor. Und das hat man sich anmelden. Und dann wird man eingeteilt von der Jury. Und das sind Juroren, die da eigentlich jahrelang Erfahrung haben. Und dann wird man auch dort benotet. Genau, und dann wird der Sieger gekürt. Ist da ein grosser Konkurrenzkampf zwischen den Einzelnen? Ja, ich denke, das ist schon. Also, in dieser Szene muss ich ehrlicherweise sagen, können ja nicht bis hinten raus. Ich habe jetzt einiges lernen können, dürfen lernen können natürlich, dort das Mitmachen im OK. Aber das ist natürlich schon so eine spezielle Gesellschaft. Oder? Die müssen sich schon recht konkurrenzieren. Und man ist natürlich am Schluss auch stolz. Klar, wenn man ein 1 hat zum Beispiel, dann ist es eben eine Top-Note. Und das, denke ich, will viel erreichen an diesem Fest. Es gibt auch einen Umzug am Sonntag. Was genau ist dort geplant oder wie ist das zusammengesetzt? Ja, also da hat es sehr viele Sujets dabei. Wir haben jetzt inzwischen 50 Nummern, wie man so sagt. Das hat einzelne so Sujets wie Vereine zum Beispiel, Bontonier-Vereine zu verwangen, wo mit einem Boot fahren. Oder wir fahren auf dem OK aus mit dem Mascheri, wo wir auch am Jodlerfest in Brieg schon waren, als Werbung. Von dem haben wir übrigens auch ein Bild, den können wir uns ja gerade anschauen. Ja. Das wäre der. Genau. Das ist unser Werbeträger von Anfang an. Und danach hat es natürlich auch sehr viele Tiere. Wir haben über 100 Tiere, Ross, Geissen, Kühe und so.
Das ist, denke ich, das, was ausmacht in diesem Umzug, die grosse, die breite Mischung. Und dann natürlich auch Blasmusik, die spielen und auch Chör, also Frau und Mann in Tracht, die dort laufen nach dem Umzug. Und das gibt eine gute, bunte Mischung. Ja, und wenn das Wetter so ist wie im Moment gerade, ist das eine wunderbare Sache, denke ich. Auf was freut ihr euch persönlich am meisten? Eigentlich auf das ganze Fest, auf alle drei Tage. Also der Freitag ist ja nicht ganz voll vom Morgen an, der ist am Mittag an und der Öffnung am 4. Das einerseits mit dem Festtag natürlich, ist für mich selber als Hochpräsident sicher auch ein Highlight mit das Ganze drum und dran dann. Aber auch sonst eben der Umzug ist sicher ein Schwerpunkt und natürlich die ganze Spontanität eben. Und ich bin selber auch gespannt, wie es dann da in der Freinacht läuft zum Beispiel, in diesen Festzelten, wie da die Stimmung ist. Da bin ich also freue mich drauf, ja. Habt ihr das Gefühl, da kommen vor allem auch aktive Jodler, also solche, die selber jodeln, oder sind das auch Besucher, die einfach mal schauen wollen? Wir hoffen, es ist vor allem natürlich etwas. Wir haben jetzt, weil es von der Anmeldung her sind rund 2.500 Teilnehmende an diesen Wettvorträgen. Da weiss man aber auch, dass die Leute, die hier hören wollen, anstehen vor diesen Webflockhaus. Ich hoffe, sie gehen bei uns so. Also sehr grosses Interesse mal dort. Und die Leute, ein grosser Teil von denen, werden dann auch in den Festzelt sich niederlassen und die gemütlich miteinander eins trinken und eben die Gemütlichkeit von diesem Fest können erleben. Das ist eigentlich ja, das, was schon die Leute bringt. Und wir wissen, dass ein Haufen Chöre, die uns auch schon gesagt haben, die jetzt nicht am Fest, also wo jetzt nicht am Teilnehmen an den Wettkämpfen, aber wo einfach das Fest besuchen kann, weil sie da, weil das auch schön ist, als Verein so ein Fest zu besuchen, nicht als Aktiven. Oder? Ja. Du hast vorhin ein bisschen angetönt, ihr seid so ein bisschen ins Jodeln reingerutscht durch diese Aufgabe. Was ist euer Bezug zum Jodeln heute? Ja, direkten Bezug habe ich nicht, obwohl ich die Musik oder die Unterhaltung sehr gerne höre, sei es jetzt Ländermusik oder auch Jodl. Das gibt einfach, gerade wenn man natürlich noch im ländlichen Raum ist und so, gibt es eine wunderbare Stimmung. Und das ist das, denke ich, auch, was ausmacht, dass man nicht die Menschenstimme als solches kann hören live, oder? Das ist noch speziell. Geht schon ein bisschen unter die Haut, aber, ja. Aber sonst den Bezug direkt habe ich nicht zum Jodl selber, weil ich nicht, selber nicht jodle, aber ich tue sehr gerne singen. Okay. Ja. So ein bisschen gesellschaftlich betrachtet, habt ihr das Gefühl, dass Jodl immer mehr auch an Bedeutung in unserer Gesellschaft wird verlieren? Ja, es ist eher eine Tendenz, dass also im ländlichen Raum stellt man schon fest, dass natürlich das immer noch höhere Traditionen ist, auch bei jungen Generationen. Die haben guten Nachwuchs. Bei uns hier im Mittelland oder, ist eine andere Entwicklung. Das ist sicher ein Thema, dass die Vereine ein bisschen Mühe mit dem Nachwuchs. Aber man sieht ja das jetzt an diesen speziellen kulturellen Anlässen, Schwingfest, Jodlerfest und so, ist ein riesiger Bedarf an Zuschauern, die hier eigentlich gehen wollen. Und das gibt ja eigentlich am Ganzen wieder recht und genau. Unterstützt eigentlich den Trend in die andere Richtung. Die Besucher, die ihr habt, kommen denn die auch in Trachten? Ja, das ist natürlich sehr viel, werden das so machen. Das ist ganz klar. Ihr seht, wir haben uns auch ein bisschen rausgeputzt für den Anlass. Also speziell natürlich, das ist auch das, was ausmacht. Und ich denke, ein Haufen Leute, ich sehe jetzt Frau oder Mann, wo jetzt vielleicht eine Tracht nicht legt man nicht gerade alt an bei uns, ist man eben froh und auch stolz, wenn man die wieder erst vornehmen darf und an so ein Fest gehen. Jetzt kommen hier 30'000 Leute auf das Wangen an der Aare. Die ganze Logistik, Übernachtungen, Verkehr, halten das Wangen an der Aare aus, wenn so eine grosse Menschenmenge hier anpilgert? Ja, wir sind so ein bisschen Stau gewöhnt, oder? Wir haben alle Tage Stau auf der Autobahn. Und das könnte am Städtli ein bisschen Stau geben, das ist ganz klar. Also jetzt vor allem vom Fussvolk. Wir sind gut organisiert mit den Parkplätzen und alles. Wir haben kurze Wege. Man ist von der Autobahn sofort beim Festgelände oder auch von der Eisenbahn, vom ÖV generell. Sind wir tiptop beschlossen. Also da machen wir keine grossen Gedanken, dass es tiptop funktioniert. Und die 30'000, die ich sage, die kommen ja nicht alle miteinander. Genau. Auf die drei Tage rechnet man etwa mit dieser Grössenordnung. Ja. Und sonst seid halt wirklich mal dir die Schuld am Stau, was nachher am Rückstau, was auf der Autobahn gibt. Gell? Wie ist es mit dem Thema Sicherheit? Erarbeitet man sich so ein Sicherheitsdispositiv für so einen Anlass selber? Oder hat man da Profis, die einen beraten und einem das vorgegeben? Ja, wir haben zum Glück den Rolf Bill, der die Szene eigentlich recht gut kennt, auch vom Job her.
Nebst dem, was man heute so ein Fest kann man in dieser Grösse, ohne könnt ihr nicht mehr durchführen, ohne dass ihr eine Bewilligung habt. Mhm. Mit eben diesen Auflagen, sicherheitsmässig, sei es jetzt Feuerwehr oder Ambulanz und Polizei. Das muss man alles, kostet auch etwas, kostet vielleicht ein bisschen Geld, die ganzen Massnahmen. Aber, und ist jetzt noch verschärft worden, die Terroranschläge, die man in Europa eben schon gehört, in der Schweiz zum Glück noch nicht. Aber das ist schon eine echte grosse Auflage, die man heute hier anfangen, das darf man auch sagen. Ja. Aber das haben wir eigentlich auch so weit organisiert. Darfst du mir sagen, was das ganze Fest schlussendlich so in etwa kostet? Ja, wir haben ein Budget von rund 1,2 Millionen. Und wenn man hier eine Zahl rausnimmt, die wesentlich ist in der Einnahmeseite, ist natürlich die Festwirtschaft, wo wir rund eine halbe Million in der Wirtschaft wollen. Also wenn wir eine halbe Million Einnahmen haben, ist es eigentlich gut. Dann sind wir gut, haben wir gut abgeschlossen. Und alles drum und dran mit allen, die Infrastruktur ist natürlich sehr ein grosser Kostenpunkt, den man einfach braucht. Und auch nötig ist für die Anzahl Besucherinnen und Besucher. Ja, und auch Sicherheit kostet eben auch seinen Preis, oder? Das müssen wir auch die Geld in Finger nehmen. Was hat, das ist jetzt die Kostenseite, oder? Was habt ihr das Gefühl, vielleicht jetzt nicht einmal finanziell, aber was ist der Benefit, auch gerade jetzt für Wangen, von so einem Fest? Ja, also ich denke, es ist eine grosse Ausstrahlung für unsere Ortschaft, ein Städtchen, oder? Wir haben ja schon diverse Festivitäten gehabt, jetzt diese Dimension natürlich so nicht. Mhm. Das ist schon jetzt die oberste Hürde, sagen wir mal, an der Grenze für uns, die wir verkraften können. Aber wir denken, wir haben eine gute Einrichtung und ja, mit der Aare, mit dem Ortsbild, alles kurze Wege, wo man das eben gut machen kann. Und für Wangen ist es, wie gesagt, es ist Werbung. Es ist Werbung, für wieder auf Wangen zu kommen. Wir hoffen, das habe ich auch geschrieben im Vorwort und im Festführer, oder? Dass wir eben hoffen, den Eindruck sind so bei den Besucherinnen und Besuchern, dass sie wieder auf Wangen kommen. Okay. Wisst ihr schon, was nächstes Jahr stattfindet? Nächstes Jahr ist es in Brienz, im Oberland. Mhm. Ja, das ist kurzfristig noch entstanden. Der ist Ende Jahr entschieden worden, dass nächstes Jahr dort oben als kantonales Jodelfest ist. Es ist euch das letzte Jahr als Wangener Gemeindepräsident, gell? Richtig, ja. Wie ist das? Ist so ein Fest etwas, wo man auch sagt, das ist jetzt etwas, was ich noch hinterlasse oder was ich noch machen möchte, so in meinem letzten Amtsjahr? Ja, sicher auch für mich so ein Ansporn gewesen, da jetzt noch mitzuhelfen, weil ich einfach mein Nötiges dazu beitragen möchte. Als Gemeindepräsident ist mir wichtig. Viel Vorbereitung war schon gemacht gewesen, aber um eure Frage zu beantworten, kann man vielleicht noch sagen, ja, mit einem Fest dürfen anfangen. Wenn wir zu 07 haben 57 Jahre Wangen dürfen feiern. Ja. Und jetzt haben wir zum Abschluss wieder ein Fest. Das ist echt tipptopp, oder? Wie schöpft ihr Kraft? Ich nehme an, ihr habt ein anspruchsvolles Amt und jetzt noch eine anspruchsvolle Aufgabe mit dem OK leiten. Was macht ihr in eurer Freizeit? Wo holt ihr euch den Ausgleich? Ja, eben, das jetzt die Vorbereitung mit dem OK ist auch ein rechter Teil von meiner Freizeit natürlich. Mhm. Neben dem ist ja das Amt als Gemeindepräsident ist eigentlich ein Nebenamt. Oder? Ich arbeite noch etwas an einem Beruf. Und es ist klar, das unter alles zusammenzubringen, ist eine rechte Herausforderung. Also vor allem jetzt, das letzte halbe Jahr, das merke ich schon, das ist schon ziemlich heavy, wie das jetzt so geht, mit Terminen vor allem. Oder? Heute haben wir hier einen, das ist ein angenehmer Termin bei euch. Und das ist schon so, aber wir wissen auch, dass Motivation ist für mich natürlich es ist etwas, das wir zu Wangen machen. Und ich weiss, es hört hier auf, oder? In nachher Zeit. Das ist nicht etwas, das hier weiss, wie lange geht. Ja. Ja, dann wünsche ich euch, dass das Wetter mitspielt, dass das Ganze drumherum mitspielt, dass viele Leute auf Wangen kommen und dass Wangen wirklich ausstrahlt in die ganze Schweiz. Merci vielmals, seid ihr hier gewesen. Und merci auch euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse. Und wir sehen uns hier gleich wieder beim nächsten So-Talk. Merci vielmals.